Willkommen zurück bei World of Warcraft. Weiter geht's. Wir brauchen noch zwei Vorratskisten. Und dann müssen wir noch den gefangenen Kolkar befreien. Der dürfte da weiter im Süden sein. Ah ja, okay, hier sind die zwei. Da ist eine, hier drüben ist eine. Wunderbar. Zack. Ich wusste es. Kam nicht vorbei. Da hinten, da türmen sich langsam die Bäume aus Feranas auf. Huch. Sommer. Ah, toll, hier werden auch Kisten. Bogen ist echt gut hier. Wie heißt der? Der Langbogen der? Langbogen der Dornenschuppen. Hallo? Kartell, Schweinebacken. Ich muss nehmen. Was will denn die fette Donnerechse hinter mir? Okay, Ausbruch anscheinend erfolgreich. Wir sind noch im Kampf. Ah, okay. Scorpion, Stufe 33. Den nehmen wir mal mit. Diese Fähigkeit ist noch nicht gebraucht. Ich habe kein Ziel. Scorpion Schuppe. Nein, mittleres Leder. Naja, gut. Ist hier noch irgendwo ein 9er Steingürtel hier? Ja. Wie gesagt, so ein blauer davon. Das wäre ganz geil. Ich finde das Vieh ganz nett. Und, ah, grau und grau, schade. Na gut, die sind ja ruckzuck kaputt. Halt, hier. Tja, das kommt ein bisschen zu spät. Also wirklich. Und nochmal. Danke. Hauptsache, sie bekommen zum Schluss nochmal ein paar Schaden ab. So. Achso, ja, wir bekommen ja da auch Wildstahlblume. Haben wir schon genug. Stufe 7. Ja, okay. Komm, wir gehen zurück. Geben die ab. Was haben wir hier? Noch eine Hornkröte. Hornkröte, haben wir auch eine grüne schon. Ach, guck mal, wir haben sogar das, ah ja genau, das blaue rotschwänzige Streifenhörnchen, das ist auch schon in unserem Besitz. Oh, hier oben ist aber was los. Haufen Steingürteltiere. Stufe 7, was sind das? Kleine Wüstenspinne. Komm ich hier hoch? Ja, gekonnt. Vorher nicht nach links und rechts geschaut, auch nicht schlecht. Halt, wir müssen hier rüber. Ich könnte ja mal dort mal einen Ruhestein binden, ne? Das wäre mal eine Idee. Katka! Wie viel haben wir denn davon? Wo ist er denn hier unten? 23.
Ich bin ganz Ohr. Szenarisches Eigentum. Wie wir vermutet haben, haben die Markram unsere Vorräte gestohlen. Wir werden sie in Zukunft besser bewachen. Lebt wohl. Jo. Kan le bra. Pra. Ausbruch habt dank Taurin. Unser Stamm hätte ohne eure Hilfe nicht überlebt. Oh, ja. Sorry, falls das zu laut war. Blaue Schultern. Eine. Oh. Das ist das einzige Rüstungsteil, was mir seit jeher auf den Sack geht, wenn Schulterpolster plus eine Schulter bedecken. Was haben wir hier? Naja, immerhin. Aber die sind halt echt gut. Nur 7 Beweglichkeit, 4 Ausdauer, 8 kritische Trefferwertung. Erstmal gucken, was wir machen müssen. Feinfühlige Verhandlungen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das Vertrauen und die Loyalität der Markram zu gewinnen. Wir müssen sie aus ihnen herausprügeln. Sie haben im Krieg gegen meinen Clan viele Verluste erlitten. Jetzt besitzen sie ein unvertrautes Land, wo sie darum kämpfen müssen, überhaupt genug zu essen zu haben. Jetzt ist die richtige Zeit, um zuzuschlagen. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr bereit seid, dann reitet hinein und treibt meinen Speer in den Vaterstein. Wenn wir genug von ihnen töten, wird sich der Khan unserem Willen unterwerfen. Ja, na dann mal los, ich bin bereit. Oh Gott. Wie absurd. Na, okay. Gott, diese Axt davon in der Hand. Galopp, galopp, galopp. Achso, ich reite übrigens nicht, ne? Das macht er alles von alleine. Lebenswurz. Scheiße, die würde ich gerne mitnehmen. Naja. Okay. Oh oh. Jetzt geht's los. Kommt hier irgendwann der Boss oder was? Ey, lass den Speer in Ruhe. Ich habe ein Ziel. Jungs, mitmachen? Oh nein, nicht entkommen, bitte nicht. Oh, ganz schön eine Schlacht hier. Ah, okay, das war schon genug. Was soll das? Khan Kamara. Feinfühlige Verhandlungen, warum mischt ihr euch in die Angelegenheiten der Zentauren ein? Tauren. Tada, legen wir direkt an. Laufen wir jetzt im Kreis oder was? Weil wir hier ein bisschen mehr Belastung haben? Naja. Ach, guck mal, jetzt kommt doch noch eine Aufgabe mit den Basilisken. Meine ich an der letzten Folge noch, dass es damit noch keine gab. Okay. Arbeite für Essen. Khan Kamar hört euch aufmerksam zu, während ihr ihm die dämonische Bedrohung erläutert und von Khan Lepras Vision berichtet. Es ist nicht notwendig, uns einen Vortrag über den Mond zu halten, Tauren. Sie waren es, die unseren Clan aus unseren angestammten Ländern vertrieben haben. Sie waren es, die uns gezwungen haben, das Ödland der Kolkar zu übernehmen, wo wir nun um unser Überleben kämpfen. Durch den Krieg gegen die Kolkar hat unser Volk große Verluste hinnehmen müssen. Die wenigen, die von uns übrig geblieben sind, sind müde und hungrig. Bringt meinem Volk Essen und dann können wir über den Mond unterhalten. Uns über den Mond unterhalten. So.
Die sind ja direkt hier drüben. Echt kein Rahmen ab hier, schade. Flanken raus. Ja, ich glaube, wenn das so weitergeht, könnte es gut sein, dass wir 1000 Nadeln überspringen. Mal schauen, wie es in Feralas läuft. Breites Claymore. Hey, heute. So. Okay, das mittlere Leder wollten wir auch nicht aus der letzten Auktion, ne? Sehe ich gerade. 58. Oh, mal was Grünes gefunden. Kommt jetzt auch nicht so oft vor. Das schwere Leder? Wo haben wir denn schweres Leder? Da oben 26. Okay, eine Flanke noch. Da ist er, dann nehmen wir noch die Lebenswurz mit und dann, okay, dich auch noch, dann geht's weiter. Schwerer Balk. Okay, die haben sie, glaube ich, auch gekauft beim letzten Mal, sehr gut. Okay, 250, warte mal, bekommen wir auch beim Kirschner nochmal Erfahrungspunkte? Das wäre ja krass. Nee. Okay, bloß beim Pflanzensammeln und beim Bergbau. Schwupp, schwupp, schwupp. Oh, was haben wir denn hier? Ein kleiner Frosch. Ja, auch den haben wir schon. Hier auch nehme ich an. Ja, auch ein kleiner Frosch. Geräusche, die der unsere Kodo macht, immer so nett. Nanu? Spinnst wohl? Oh, sag mal, geht's? Haut da hier so ein Gewitter raus. Okay. Na, kommst du? Nee.
Ah, okay. Echt jetzt? Ich muss mich... Oh Gott. Wie traurig ist das denn? Ich muss seine Leute erledigen, um zu ihm zu kommen, um die Quest abzugeben, damit seine Leute, die ich gerade auch wieder töte, was zu essen haben. Das ist natürlich auch geil. Naja, wir machen ja erstmal alle platt. Noch nicht bereit. So, Tag. Arbeite für Essen, sehr gut tauchen. Dies wird uns für den Moment am Leben erhalten. Versprochen ist versprochen. Es scheint, als ob wir keine Wahl haben. So sehr es mir auch widerstrebt, mit den Kolka zusammenarbeiten, in den Worten ihres Khans liegt Weisheit. Ihr dürft ihm ein Wort geben, dass unsere Speere ihm in der Schlacht beistehen werden. Sehr gut. Na, geh doch, wenn du willst. Greifen die mich jetzt noch an? Ja, immer noch. Okay. Was haben wir hier? Ein Gürteltier? Ja, aber Stufe 7. Eins würde ich vielleicht nochmal angucken, wenn uns noch eine Stufe 9 irgendwo über den Weg läuft. Umwege mache ich dafür jetzt erstmal nicht. Ja. Wir arbeiten gleich zusammen. Lass mich... Oh, sag mal. Mal des Jägers oder was? Gibt es das eigentlich noch? Wenn früher niemand ein Mal des Jägers gesetzt hat, da war aber was los im Schlachtzug. oder der Wichtel kein Blutpack drauf hat und solche Scherze. Was haben wir denn hier? Schwarm großer weißen Fische. Ich bin Taucher. Ja, gut, war jetzt nicht die schnellste Möglichkeit, um voranzukommen. Aber wir und unser Kodo sind zumindest sauber. Ich wollte eigentlich hier mal meinen Ruhestein setzen, ne? Habe ich bis heute nicht gemacht. Naja, was soll's. So. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Jäger. Jetzt müssen wir die Gelkis überzeugen. Oh, ohne Scheiß. Noch mehr. Oh Gott, das ist nur eine Aufgabe. Ich gehe kaputt. Also was ist denn hier los? Drei Prinzen, die Gelkis, halten sich im Südwesten von Desolace auf. Sie sind genauso stur wie die Markram und da sie von Krieg und Vertreibung verschont geblieben sind, sind sie bedeutend stärker. Um die Gelkis gefügig zu machen, wird es einer besonderen Machtdemonstration bedürfen. Khan, Shodo und seine drei Söhne regieren das Ding-Clan. Shodo ist alt und leidet unter seinen alten Kriegsverletzungen. Er verlässt niemals die Tiefen seiner Höhle, die Quelle seiner Herrschaftsmacht liegt in seinen Söhnen. Tötet sie und überzeugt den Khan, sich unserer Sache anzuschließen. Jo. Das machen wir. Was führt euch hierher? Ja. Da will ich ja hin. Aus einem ganz besonderen Grund. Und ich hoffe so sehr, dass sie da in der Gegend nichts verändert haben. Ich weiß es echt nicht. Da seid ihr wieder, Jäger. Ich habe Neuigkeiten aus Schattenflucht. Das Dorf braucht Hilfe. Wir haben hier alle Hände voll zu tun. Also muss ich euch bitten, euch dorthin zu begeben und ihnen zur Seite zu stehen. Das Dorf liegt an der Küste südwestlich von hier. Wenn ihr dort eintrefft, sucht nach derjenigen, die Mai Lahi genannt wird. Geht mit der Erdenmutter. So, jetzt machen wir aber erstmal die Kodo-Knochen. Jetzt arbeiten wir uns hier von oben nach unten erstmal durch. Jetzt haben wir hier noch eine Waldmotte. Verzeiht, hier oben hatten wir noch ein paar Aufgaben angenommen, ne? Da oben und da drüben. Hier oben links und rechts der Hängebrücke. Alter Kodo. Sterbender Kodo. Oh, das ist aber nicht nett.
früher, da gab es das hier auch schon. Das ist halt der alte Kodo-Friedhof. Da sah es nicht ganz so grün aus. Und da war das eine richtig beschissene Gegend. Hier waren so viele gefährliche Gegner, dass man relativ selten wieder an einem Stück oder in einem Stück rausgekommen. Da musste man auch. Huch! Ne, ja, genau. Kann ich mich erinnern, da gab es auch schon die Kodo-Erscheinung. Kann ich die häuten? Ne. Na, das wär's ja. Die fiesen Arschschrecken. Oh, was rennt denn hier so rum? Eine Ratte. Und da drüben? Ein Lieferungsgerät. Ne, auch eine Ratte. Ja gut, ist jetzt nicht so geil für die, wenn wir hier auf dem Friedhof die Knochen ihrer Ahnen rausziehen. Hier ist noch einer. Na komm, wir machen jetzt noch die Kodo-Knochen. Wie viel? Ja, die Hälfte. Ich will jetzt hier nicht mittendrin einfach aufhören. Ich kann dann danach nämlich keine weitere Folge erstmal aufnehmen. Deswegen machen wir die erstmal fertig. So, eine Ratte. Ja, hier ist keiner. Ich habe kein Ziel. Hoch mit dir. Ja, Schaben und Ratten gibt's hier. Was ist denn da unten los? Okay, ein Eisenvorkommen. Boah, ich hätte gern die ganzen Sammelberufe hier in einem. Das ist aber ganz gut, dass sie bis heute nicht eingeknickt sind. Dass man halt primär und oder halt zwei Sekundärberufe oder zwei primär, je nachdem, machen kann. Das ist ja genug dazu gekommen, ne? Alleine Archäologie ist ja super. So, wie viel haben wir denn? 8? 2 fehlen uns noch. Hier ist noch einer. So, immer noch kein alter Kodo-Geist. Da ist der letzte. Gut, Kodo-Knochen haben wir. Achso, was brauchen wir denn hier noch? Hohles Kodo-Horn. Achso, die gibt es hier auch, oder was? Hohles Kodo-Horn? Hm. 3 von sterbenden Kodos. Okay, muss ich die erledigen. Komm, das dürfte jetzt nicht so lange dauern, oder? Haben die eine Drop-Chance von 5%? Gealterter Kodo? Okay, den brauchen wir nicht. Alter Kodo. Sterbender Kodo. Okay, wird mir auch angezeigt, sehe ich gerade. Kodo-Fragment. Alter Kodo, alter Kodo. Was ist denn da hinten los? Eindringling der Zackenkämme. Stufe 35. Hm, hier gibt es gerade bloß alte und gealterte, aber keine. Keine Sterbenden. Vielleicht werden die irgendwann von alt oder von gealtert zu alt und dann zu sterben? Kann das sein?
Da ist noch einer. Schweres Kodofleisch, geil. Aber kein Kodohorn. Kein Kodohorn. Na gut, egal. Pass mal auf, das müssen wir jetzt trotzdem beim nächsten Mal machen. Ich muss jetzt hier erstmal los. Die Folge ist eh vorbei, aber das machen wir in der nächsten Folge dann mit den drei Kodohörnern. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.